Und darauf schauen natürlich alle. In diesen Minuten konstituiert sich übrigens der Parteitag. Also Sie werden nichts verpassen. Um 14 Uhr ungefähr soll dann Bernd Rixinger die Eröffnungsrede halten. Und das werden Sie natürlich hier live bei uns verfolgen können. Aber wir haben noch ein wenig Zeit. Und ich freue mich sehr, dass wir deswegen die Gelegenheit haben, mit einer der beiden Kandidatinnen für den Parteivorsitz zu sprechen. Susanne Hennig-Welsow, die Fraktionsvorsitzende, Landesvorsitzende der Linken in Thüringen, ist uns zugeschaltet aus Potsdam. Herzlich willkommen, Frau Hennig-Welsow. Seit Monaten stehen Sie ja eigentlich schon in den Startlöchern. Wenn die Delegierten Sie morgen wählen, dann werden Sie und Janine Wissler, Ihre mutmaßliche Co-Vorsitzende, ja kaum Schonfrist haben. Die Landtagswahlen stehen bevor. In 7 Monaten ist Bundestagswahl. Das wird ganz schön sportlich werden. Was ist denn für Sie die größte Herausforderung jetzt in diesem Wahljahr? Na, das ganze Wahljahr ist eine Herausforderung. Sie haben es ja gerade gesagt, wir haben 6 Landtagswahlen, wir haben eine Bundestagswahl, die richtungsentscheidend sein wird für die weitere Entwicklung der Bundesrepublik in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und die entscheidende Voraussetzung oder Herausforderung wird sein, ob es uns gelingt, eine Regierung aus der CDU abzuwählen und ein progressives Bündnis auf den Weg zu bringen. Dazu müssen Sie aber vielleicht erstmal Ihre eigene Partei überzeugen. Sie haben sich im Vorfeld sehr, sehr klar und sehr deutlich für eine sozusagen Bereitmachung der Linken ausgesprochen, sich für ein linkes Regierungsbündnis bereit zu machen. Denn die Frage, regieren oder nicht regieren, die ist ja in der Linken nicht wirklich geklärt. Sie haben den Eindruck vermittelt in letzter Zeit, als würden Sie sozusagen im Alleingang Ihre Partei sofort dazu bringen wollen. Überfordern Sie da nicht ein bisschen Ihre Partei? Aus meiner Sicht nicht. Wir sind in 3 Regierungsverantwortungen in Bundesländern. Wir stellen einen Ministerpräsidenten. Janine Wissner selbst hat 2-mal sondiert. Die Wählerinnen und Wähler der Linken wollen bis über 80%, dass die Linke regiert. Weit über 50, 60% auch der Genossen der Partei Die Linke stehen dafür. Und wir sind eine Partei, die zu demokratischen Wahlen antritt. Das bedeutet, kein demokratisches Instrument auszulassen, wenn es darum geht, im Hier und Jetzt Veränderungen zu erzielen. Aber ganz klar ist ja, dass das ein großes Thema in Ihrer Partei ist. Und auch Ihre Co-Vorsitzende, Ihre designierte Co-Vorsitzende Janine Wissler, sendet ja durchaus andere Signale. Sie ist wesentlich skeptischer, was eine Regierungsbeteiligung anbelangt. Also bremst sie da ein bisschen? Sie gehen nach vorne, Janine Wissler bremst? Skepsis ist ja immer sehr gut, weil man dann ganz genau weiß, dass man sich wirklich richtig vorbereiten muss, um im entscheidenden Moment das Richtige zu tun. Darum geht es auch mir. Ich habe die Regierungserfahrung, ich weiß, was das bedeutet und ich weiß auch, warum man Skepsis haben kann, wenn man über Regieren einer Linken spricht. Andererseits haben die Menschen im Land keine Zeit mehr. Wenn wir darüber reden, Lebensverhältnisse verbessern zu wollen, müssen wir das auch jetzt anpacken und alle Hebel in Bewegung setzen, die es gibt, um genau das zu tun. Und das ist das entscheidende Argument. Könnte es noch ein kleines Problem geben? Sie haben gesagt, klar, in Thüringen beispielsweise, auch in anderen Ländern regiert die Linke. Aber in Thüringen stehen Sie bei 31%. Im Bund steht die Linke derzeit zwischen 6 und 9%. Warum schafft es die Linke nicht, mehr Wähler für sich zu gewinnen im Bund? Ja, das ist ja die Aufgabe, die wir jetzt haben. Klar und deutlich zu sagen, wo wir hinwollen. Klar und deutlich zu sagen, wir wollen eine Regierung außerhalb der CDU in der Bundesrepublik. Wir wollen Klimagerechtigkeit herstellen, wir wollen soziale Verbesserungen erzielen, wir wollen tatsächlich einen Aufbruch in der Bundesrepublik, was bedeutet, dass Menschen sich keine Sorgen mehr machen müssen um ihr Zuhause. Und darum kämpfen wir und dafür setzen wir alle Hebel in Bewegung und übernehmen Verantwortung. Und ich kann mir vorstellen oder bin der Überzeugung, wenn die Linke den Unterschied machen kann in einem Bündnis und zum Beispiel Schwarz-Grün ad absurdum führen kann durch ein anderes progressives Bündnis, dann gibt es eine hohe Chance, dass auch Leute uns vertrauen. Damit Leute Ihnen vertrauen, müssen noch andere Fragen geklärt werden. Beim Thema NATO, Russland und Außenpolitik gibt es in Ihrer Partei unterschiedliche Ansichten. Auch in der Frage beispielsweise der Bundeswehreinsätze im Ausland. Das ist eine Frage, die die Partei für sich klären muss. Sie haben angedeutet, dass Sie sich vorstellen können, im Einzelfall über UN-Blauhelm-Einsätze beispielsweise nachzudenken. Janine Wissler hat sehr klar gesagt, dass sie beim Thema Bundeswehreinsätze keine Kompromisse sieht. Wohin wollen Sie beide da die Partei führen? Na, im Grunde stehen wir doch komplett auf der gleichen Position. Ich sage genauso wie Janine,
Die Bundeswehr hat im Ausland nichts zu suchen. Und dabei bleibe ich und da gibt es auch kein Wackeln. Was aber auch unser Parteiprogramm zum Beispiel sagt, ist, dass Blauhelmeinsätze Die mit. wird schon leiser. Und ich bin Ja, auch ich leiser. bin da. Dass auch unser Parteiprogramm Artikel oder Kapitel 6 Einsätze der mit UN-Mandat nicht ausgeschlossen sind, wenn es um friedensschützende Maßnahmen geht. Und das ist der einzige Punkt, wo ich sage, da muss man im Einzelfall drüber reden, weil es da um den Schutz von Kindern, von Frauen, von Demokratie möglicherweise in gerade befriedeten Ländern geht. Aber wie gesagt, im Einzelfall. Das ist eine Ergänzung zu der Position von Janine. Und im Übrigen finde ich, haben wir noch ganz viele andere Themen zu klären, auch wenn es um das Thema Verteidigung geht, wie wir die Bundeswehr auch im Haushalt betrachten. Was machen wir eigentlich mit einer Wehrpflicht? Ich bin dafür, sie völlig abzuschaffen, nicht mehr auszusetzen. Insofern gibt es da ganz, ganz viele Fragen. Und ein wirklicher Vorteil einer Linken in einer Regierung wäre ein sofortiger Stopp der Rüstungsexporte. Und auch das ist nicht zu unterschätzen in der Wirkung. Werden wir die Debatten auf diesem Parteitag heute und morgen gerne dazu verfolgen. Und natürlich müssen Sie auch erst im Bund überhaupt eine Machtoption haben. Im Moment hat Grün, Rot, Rot im Bund ungefähr 42%. Das würde noch nicht reichen. Ich würde Sie gerne noch abschließend fragen. Der Parteivorsitz an sich ist ja keine Komfortzone und scheint zuweilen auch sehr zermürbend zu sein. Es gab aber einen SPD-Vorsitzenden, der zumindest für seine Partei behauptet hat, dass der Parteivorsitz das schönste Amt neben dem Papst ist. Was wäre denn der Parteivorsitz der Linken für Sie? Na, mindestens eine große Herausforderung und die Chance, also eine wirkliche Chance, auch wenn Sie sagen, berechtigt, im Moment passt es ja arithmetisch noch gar nicht, aber ein Fenster zu öffnen, das ist tatsächlich mit richtig viel Musik zwischen drei Partnern, wenn es darum geht, was man gemeinsam erreichen kann, durchaus eine Veränderung in diesem Leben Land geben kann. Und das ist für mich eine Herausforderung und ich glaube daran und möchte meine Partei mit aller Leidenschaft davon überzeugen. Vielen Dank, Susanne Hennig-Welsow. Morgen ab 9 Uhr stehen dann die Wahlen an. Sie stellen sich den Delegierten zur Wahl. Das werden wir natürlich auch hier live bei Phoenix zeigen. Vielen Dank für heute.